Seid gegrüßt. Ich habe Schinkenstücke übrig gehabt und habe mir gedacht, da mache ich Schinken von. Geht schnell und einfach, habt ihr Lust? Dann geht's jetzt los. Ich habe jetzt hier zwei Schinkenstücke und die möchte ich natürlich räuchern. Ich habe die vorher gesalzen. Wie man das macht, das seht ihr jetzt in diesem Video. Schaut mal zu, er wird jetzt erstmal gesalzen. Ich sage, das ist ein Schinkenstück. Das ist die Nuss vom Schinken. Das macht er jetzt das gleiche mit. Und er lässt sie dann ca. 14 Tage in dem Salz drinne. Danach werden sie 24 Stunden gewässert. Ich habe sie jetzt aus der Lake rausgenommen. Die Lake bildet sich automatisch, wenn ich hier zum Beispiel jetzt Pökelsalz drauf mache. Und hier sind auch einige Gewürze bei. Die Gewürze und NPS stehen, die Grammzahl zum Beispiel, stehen unter meinem Video jetzt, unter Beschreibung. Ich möchte das Salz, was ich hier drin habe, in den Schinkenstücke möchte ich natürlich wieder rausholen, damit das Ganze nicht zu scharf wird. Das heißt, ich werde hier jetzt kaltes Wasser drauf geben und werde das alle 3 Stunden mal 3, also 9 Stunden circa, man kann es auch 12 oder 24 Stunden machen, kommt immer auf die Dicke drauf an. Damit ich das Salz eben rauskriege, muss ich das wechseln, weil wenn das Wasser hier drin ist, bleibt das Salz da drin. Also alle 3 Stunden werde ich das Wasser wieder erneuern und die Schinken wieder reinlegen. So ist es auch gegeben, dass das Salz auch draußen ist. Weil wenn ich das nur Wasser hier drauf gebe, dann bleibt das Salz hier drin und das möchte ich natürlich nicht. Ich kenne das noch so aus meiner Lehrzeit, da haben wir große Mäulen gehabt, haben dann die Schinkenstücke reingelegt, also Schinkenspeck. Und wir haben dann nur immer so fließklein, so einen kleinen Schlauch reingelegt. Und dann war nur so ein bisschen fließendes Wasser, was dann immer so leicht an den Seiten runterging. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich mache jetzt einfach nur, dass ich eben alle 3 Stunden oder alle 4 Stunden das Wasser wechsle, je nach Größe. 3-mal, 4-, 5-mal, damit es eben gegeben ist, dass ich das Salz aus diesen Schinken rauskriege, weil ich möchte es relativ mild haben. Okay, und wie es dann weitergeht, seht ihr dann jetzt. Ich habe meinen Schinken jetzt trocknen lassen, 24 Stunden, damit er besser den Rauch aufnimmt. Hier habe ich ihn angestrippt, 2-mal, wenn ihr euch jetzt wundern solltet, wie hat er das jetzt gemacht. Es gibt sogenannte Anstrippnadel. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Vom Kopf her etwas kleiner oder etwas größer. Damit geht das relativ einfach und schnell. Okay, ich werde das Ganze jetzt in mehrere Stufen räuchern. So, mein Schinken ist fertig. Ich habe ihn ja einmal angeschnitten. Der sieht lecker aus, der schmeckt lecker. Hierfür habe ich ca. 9 Stunden fürs Räuchern nur verwendet. Ich mag es nicht, wenn es zu dunkel ist, aber das ist auch eine Ansichtssache. Viele machen das auch 24 Stunden durch. Ich habe es so gemacht, dass ich 6 Stunden erstmal räuchern lassen habe, habe es dann hochgeholt, habe es dann erstmal 3 Tage hängen lassen und habe es dann nochmal 3 Stunden geräuchert und habe es wieder 3 Tage hängen lassen. So, dass sie schön reifen konnten. Und dann habe ich hier auch, das habe ich mit Pökelsalz gemacht. Hier habe ich noch einen Bauchspeck. Hier habe ich das mit Meersalz gemacht. Auch 9 Stunden geräuchert. Und dann habe ich hier noch so einen schönen. Den habe ich, den Bauch habe ich mit Pökelsalz gemacht. Kann machen jeder, wie er meint. Wenn ich diesen Bauchspeck hier mache, mache ich das ganz gerne. Weil den kann ich dann auch schön in der Pfanne braten, wenn er jetzt nur mit Meersalz gemacht worden ist. Den sollte man nicht, weil er mit NPS gemacht worden ist, sollte man nicht braten. Deswegen, wie gesagt, morgens zum Frühstück, bisschen Rührei dazu oder wie auch immer, bisschen Speck, dann passt das schon. Okay, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch mal wieder gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Diese Butze. Ciao.